So, moin. Oder eher gesagt, guten Abend und willkommen zu einer Nachtwanderung. Ich habe noch keine Ahnung, wie viele Kilometer ich vorhab. Ich habe auch noch gar kein Ziel. Ich bin zu Hause losgelaufen und dann nach Fegesack zur Fähre und bin jetzt an Lamwerder rübergefahren auf die andere Weserseite. Ja, und jetzt bin ich hier erstmal zum Aussichtsturm gelaufen. Der ist 300 Meter oder so entfernt von der Fähre. Da gehe ich jetzt mal nach oben und dann nehme ich euch mit. Gucken, da oben ist er. Da geht es jetzt mal eben hoch. Ich bin oben angekommen. Was man eventuell da hinten sieht, ist die Lürsenwerft. Hier vorne, das ist Arvekirchen und Rasmussen. Und da drüben sieht man die Fähre eventuell. So ein bisschen da so. Ja, das große Haus, die Groner Düne. Und da ganz hinten kann man sogar fast mein Haus erkennen, wo ich wohne. Also die Gegend auf jeden Fall erkennt man. Da wo der Leuchtturm, sag ich schon, ist der Kirchturm da. Ein Stück weiter. Ich habe falsch gezeigt, glaube ich. Mal gucken. Ich kann das selber nicht erkennen. Da ist so ein großer spitzer Turm. Da in der Nähe wohne ich. So. Ja, in die Richtung sieht man dann die Stahlwerke. Da bin ich das letzte Mal ja in dieser ganz kurzen Wanderung so rumgelaufen. Und dann ist die Weser Richtung Innenstadt. Irgendwo da hinten. Da lang, in die Richtung. Mal schauen, ob man da was erkennen kann. Ja, das ist alles viel zu weit weg, um das auf der Kamera zu bekommen, denke ich. Aber die Richtung genau, da liegt Delmhorst. So, da bin ich am Überlegen, ob ich jetzt in die Richtung Delmhorst laufe oder Richtung Innenstadt auf dieser Seite. Ist halt ein riesen Umweg auf der Nicht-Bremer Seite, so gesehen hier. Ja, das ganze Ding wackelt. Ich war noch nie hier oben drauf. War das erste Mal hier. Ist aber ganz cool. Gut, ich gehe mal wieder runter und dann würde ich mal sagen, ich laufe in der Weser erstmal entlang, weil da kann man auch noch irgendwann rechts Richtung Delmhorst. Aber ich gehe jetzt erstmal an der Weser entlang. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich unten an der Weser. Hinter mir ist Fegesack zu sehen, denke ich mal, wenn ihr das auch seht. Ja, und jetzt geht das hier erstmal ziemlich lang geradeaus und auch da hinten noch um die Kurve rum. Ja. So, ich bin hier ziemlich dicht an den Stahlwerken jetzt hinter mir. Lemwerder und Fegesack kann man nicht mehr sehen. Und hier oben fließt die Weser weiter und hier geht es rein in die Ochtum. Und da vorne ist gleich das Ochtum-Sperrwerk, da wollte ich meine erste Pause machen. Wird auch langsam dunkel. Ich kann mal eben schauen, wie viele Kilometer das jetzt hierher waren, von der Fähre aus. Genau 5, also 4,99. So, ein Stück ist es noch zum Sperrwerk. Ja. Da würde ich dann gleich erstmal eine Pause machen. Ach so, es ist übrigens
22.13 Uhr. Also ich bin jetzt eine Stunde unterwegs. Ja, kommt ja auch ungefähr hin. 5 Kilometer, ich habe ungefähr eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 6. Genau, genaue Durchschnittsgeschwindigkeit von 6. Und in Bewegung 51 Minuten. Naja, wir waren doch oben auf dem Aussichtsturm und so. Ja, naja, es läuft doch soweit aber ganz gut, finde ich. Naja, da vorne sieht man das Sperrwerk. Aber zeige ich euch gleich nochmal. Ja, da ist das Ochtum-Sperrwerk. Und da oben irgendwo, das muss ich zeigen, da so oder da, da würde ich jetzt ein Auto stehen, falls man das sieht. Da sind ein paar Bänke, da werde ich mich gleich erstmal hinsetzen. So, jetzt bin ich übers Ochtum-Sperrwerk gelaufen. Hab da eben ein bisschen Pause gemacht. Da waren überall Maikäfer. Bin voll genervt. Ja. Es wird langsam richtig dunkel. Ja, ich sehe mich, glaube ich, noch. Da ist ein bisschen hell. Da vorne stand eben Schild am Sperrwerk. Bis nach Bremen sind das von hier aus jetzt noch 16 Kilometer. Ich werde auf jeden Fall mal in die Richtung laufen. Mal gucken, wie das so geht. Entweder schaffe ich das oder ja, ich drehe um oder ich mache noch ein paar Pausen mehr. Das werde ich einfach mal sehen gleich. Ich bin nämlich heute Vormittag schon 12 Kilometer gelaufen. Ja, jetzt sind es 6 hierher und dann, nee, 5 hierher und jetzt nochmal 16. Ja, eigentlich sollte das klappen. Licht habe ich auch dabei. Ich habe 2 Kopflampen mit und eine Taschenlampe, eine Videoleuchte. Das heißt, ich kann auf jeden Fall filmen, weil da sieht das nicht mehr so aus, ob es da gleich noch viele Laternen gibt. So Straßenlaternen. Ja, windiger wird es auch, aber in der Richtung sind noch ein paar Wolken da hinten. Und das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Da ist alles komplett wolkenlos. Naja. Weiter geht's. So, aus der Richtung komme ich. Und ich bin jetzt wieder in der Weser. Und direkt auf der anderen Seite sind die Stahlwerke. Hier ist so ein Weg. Ja, kann man wahrscheinlich gar nichts sehen. Sieht man es vielleicht? Nö. Hier unten, da ist ein Weg direkt an der Weser. Bin ich noch nie lang gelaufen. Und wenn ich bei Google Maps gucke, dann sollte ich da auch bis nach Bremen kommen. Ich hole mal meine Lampe raus, dann seht ihr auch gleich. Ich denke, so solltet ihr ein bisschen was sehen. Da sind die Stahlwerke. Ja, und hier ist halt mein Weg, der immer direkt an der Weser entlang geht. Ja, da geht die Sonne unter. Beziehungsweise ist schon untergegangen. Ja. Bitte, ich muss jetzt hier mal weiterlaufen. Wie gesagt, vorhin standen wir 16 Kilometer. Ich habe jetzt vielleicht 2 geschafft. Ja. Mal schauen. Da vorne geht es auch ein bisschen in die Stadt rein, damit es wieder heller, denke ich. Aber ich habe ja auch Licht dabei. Ich hol das mal raus. So, Kilometer 12. Und ich bin immer noch an der Weser, also am Wasser. Die Weser fließt jetzt ein bisschen weiter, ja, weiter da hinten irgendwo. Hier ist ein Hafen dazwischen. Ja, aber der Weg ist hier auch zu Ende. So, mal in die Kamera drehen, ob ihr das sehen könnt. Um das Licht ein bisschen heller zu machen. So. Moment. So. Also, ja, hier ist der Weg zu Ende. Und da vorne ist eine Schranke. So, da kann man zwar noch zu Fuß durch und hier sind so Rohre. So, hier lag ein Zaun. Und ich habe bei Google Maps geguckt. Eigentlich könnte ich hier über den Deich rübergehen. Und
hier auf einem anderen Weg, aber da sind überall Zäune und da hinten sind auch Zäune. Jetzt frage ich mich, ob man hier den Trampelpfad durchkommt. Das probiere ich mal aus. Ich wechsle mal irgendwie die Taschenlampe. Beziehungsweise ich wechsle mal eben zur Taschenlampe, wollte ich sagen. Dann nehme ich mal einfach mal mit hier lang. Schauen wir doch mal. So, also hier ist ein Trampelpfad. Da bin ich echt mal gespannt, wo ich jetzt hier ankomme. Hoppala. Ja, weil hier rechts ist ein Deich. Ich muss eigentlich nur über den Deich rüber. Und da sollte dann eigentlich der Weg sein. Ja. Gut, jetzt laufe ich hier so einen Trampelpfad lang. Ein Tier neben mir gerade. Gut, das liegt ja nicht da. Glaube ich schon einigermaßen okay hier. Viel mehr Licht kann ich leider nicht machen. Rechts von mir ist auf jeden Fall ein Zaun. Ich sehe schon, ich darf den ganzen Weg gleich wieder zurücklaufen. Naja, mal abwarten. Vielleicht funktioniert das auch hier. Boah, das geht aber noch ganz schön weit. Ich mache die Kamera mal eben aus. Es ist einfacher. Und ja, wenn ich wieder hinten entweder auf dem Weg angekommen bin oder wenn der Sackgasse ist und ich zurücklaufen muss. Also ich laufe schon wieder zurück. Ich habe jetzt bei Komoot geguckt und bei Google Maps. Das kann nicht funktionieren, weil da kommt ein Firmengelände. Und bei Komoot wird dieses hier auch sogar als Weg angezeigt, den man wohl laufen kann, aber dass es eine Sackgasse ist. Ja, jetzt gehe ich mal zurück zu diesen Rohren und gucke einfach, ob ich da über einen Deich rüber gehen kann, weil sonst muss ich ein ganzes Stück noch an dem anderen Weg wieder zurücklaufen. Ja, ich melde mich gleich bei den Rohren. Mal schauen, ob man es irgendwie sieht. Und da, Kilometer 15. Ich bin wieder in Bremen. Hier ist auch schon mehr Zivilisation. Naja, Industriegebiet, riesengroßes. Und ich muss jetzt, glaube ich, hier links an der Kreuzung. Kann aber auch geradeaus. Also ich weiß nicht genau. Ich kenne mich hier eigentlich nicht aus. Aber bei Google Maps habe ich... Ach, hier steht ein Schild. Das ist perfekt. So, und da haben wir draufstehen. Zentrum 7,1, Woltmarshausen 3,7. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall sowieso quer durch Woltmarshausen. So habe ich das geplant, Richtung Zentrum. Eventuell gehe ich von Woltmarshausen aus über die Stefanibrücke, über die Weser rüber. Das heißt, ich würde kurz vor dem Zentrum auf der anderen Weserseite ankommen und dann nach links so gesehen wieder zurück auf der anderen Weserseite Richtung Bremen Nord. Das werde ich da aber gleich entscheiden. Entweder gehe ich weiter ins Zentrum rein und gucke, ob ich da einen Bus oder irgendwas in der Art bekomme. Ja, oder ich laufe halt auf der anderen Weserseite Richtung Bremen Nord, soweit ich Lust habe. Weil da gibt es haufenweise Möglichkeiten, da nochmal irgendwo in den Bus einzusteigen. Beziehungsweise gibt es da haufenweise Möglichkeiten, jetzt bin ich aber sehr hell, an der Bushaltestelle anzukommen. Fahren wird dann nur ein Bus, das ist die Nachtlinie hier in Bremen, die von Zentrum bis nach Bremen Nord durchfährt. Aber wenigstens fährt da was. Ich schaue einfach mal. So, genau Kilometer 20 jetzt. Ich bin jetzt auf der Stefanibrücke und überquere gerade wieder die Weser. Hier am Ende ist eine Aussichtsplattform oder so ein, ja, ein Ding, da kann man sich hinsetzen. Da habe ich eben ein bisschen Pause gemacht, ungefähr 10 Minuten. Und jetzt laufe ich auf die andere Weserseite wieder. Und ja, dann laufe ich von hier aus nicht in die Stadt, also nicht ins Zentrum, sondern wieder Richtung Bremen Nord.
Wie gesagt, genau Kilometer 20 jetzt. Plus die 12 von heute Morgen bin ich jetzt bei 32 Kilometer heute. Zwischendurch habe ich Video geschnitten. Ich kam heute Morgen wieder von dem vorherigen Video der Übernachtung am See. So, jetzt laufe ich auf jeden Fall erstmal Richtung Bremen-Nord wieder, also in die Richtung da lang. So. Ich kann auch kurz ein bisschen hier stehen. Hier gibt es ein bisschen Licht. Ich bin inzwischen in Bremen-Walle angekommen, beziehungsweise bin ich gerade im Holzhafen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt bei 23 Kilometern. Kann mal eben nachschauen, was Komoot sagt. 23,5. So. Ja. Ich habe mir jetzt gedacht, ich suche mir jetzt ein Fahrrad. Und ich habe gerade mal nachgeguckt. Und da vorne müsste auch schon gleich eins stehen. So, und dann geht es mit dem Fahrrad weiter Richtung Bremen-Nord. So, und da habe ich auch schon ein Fahrrad gefunden. Jetzt müssen wir mal eben hier kurz scannen. Das geht ja super ohne Licht. So, gut gescannt. Und bestätigen. Piep, piep. Jetzt haben wir ein Fahrrad. Eben den Sattel hoch machen. Gerade natürlich. Und weiter geht's mit dem Fahrrad. Ich glaube, das sind so, ja, ich schätze mal um die 18 Kilometer. Jetzt werden wir nachschauen. Ich mache das mal eben hier. Ich markiere mal diese Lampe. So, ich kann das hier mal eben nachschauen. Bei uns in Bremen ist das nämlich mit diesen Leihfahrrädern ein bisschen unterschiedlich. Und zwar kann man in den meisten Bereichen so innerhalb der Stadt die Fahrräder einfach irgendwo hinstellen. Aber bei uns in Bremen-Nord, da gibt es so Depots, wo man die hinfahren muss. Deswegen gucke ich jetzt bei Google Maps. Das nächste Depot bei mir zu Hause ist direkt am Bahnhof. Dann gebe ich das mal ein. Bahnhof Fegesack. So. Und dann einmal Route. Oh, ja, 18 Kilometer habe ich gut geschätzt. Allerdings mit dem Auto, ich habe mit dem Fahrrad. Ja, da sind es nur noch 15 Kilometer. So, das brauche ich aber nicht. Den Weg kenne ich nämlich automatisch. Erstmal werde ich Komoot jetzt beenden. Bei Komoot sind wir jetzt bei 23,8 Kilometer und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 km/h. So, in Bewegung 3 Stunden und 57 Minuten. Dann beenden wir das mal eben. Speichern und beenden. Gut, ich habe jetzt mein Fahrrad und jetzt geht's mit dem Fahrrad weiter. Und es ist ja dunkel wieder, ihr seht gar nichts. Aber ich glaube, das ändert sich gleich, wenn wir wieder an der Straße sind. Ich fahre gerade durch einen Park mit einem ziemlich schlechten Gehweg. Na gut, ich melde mich gleich mit mir später. Ja, inzwischen bin ich in Bremen-Burg, direkt auf der Burger Brücke. Hier dieses blaue Ding über die Lesum rüber und fahre jetzt an der Lesum weiter. Das heißt, ich habe gut die Hälfte jetzt geschafft vom Weg.
dann 20 Minuten unterwegs. Huch, wo bin ich denn hier? Nicht ganz 20 Minuten unterwegs. Man kommt echt gut durch. Es ist gar kein Verkehr so mitten in der Nacht. Das ist übrigens auch schon 10 vor 3. Ja. Also nochmal 20 Minuten. Schätze ich mal, dann bin ich in Fegesack. Und vom Bahnhof Fegesack ist es dann auch gar nicht mehr weit bis zu mir. Ich fahre jetzt mal weiter. So, das Fahrrad habe ich abgegeben hier. Abgestellt. Da stehen noch ein paar andere dahinter. So, Bahnhof Fegesack. So, ich denke mal, man kann mich sehen so. Ja. Ich denke, ich nehme jetzt einen Roller. Fahre damit zu mir nach oben. Und ja, werde hier jetzt das Video beenden. Habe ich ja ein paar Kilometer geschafft. Das ist ganz gut. Und ja, zurücklaufen, damit es nicht ganz so spät wird, habe ich das Fahrrad genommen. Das ist jetzt ja auch schon inzwischen 3.27 Uhr. Ja, dann danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Ciao.